Schiss ohne Ende. Paso a paso. Sí, tío. Toma tu tiempo. No, no puedo. Un poco más adelante. Muy bien, poco a poco. No, no puedo. Tranquilo. Buenos dias aus Cancun, einer Stadt direkt in der Karibik in Mexiko im Bundesstaat Quintana Roo. Bekannt durch Partys, bekannt durch türkisblaues Wasser und weißen Sandstränden, aber das heutige Video geht nicht darum. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu den wunderschönen Stränden ins Paradies. Allerdings werde ich meine eigene Hölle jetzt betreten. Und zwar möchte ich mich jetzt meiner größten Angst, die ich so habe, stellen. Ich habe richtig Höhenangst und ich glaube sogar Fallschirmsprung oder Bergsteigen könnte ich alles irgendwie machen. Da kenne ich mich, das würde irgendwie gehen, aber Bungee-Jumpen, das ist für mich so, wenn ich schon dran denke, da kriege ich schon einen flauen Magen. Und ich habe gesagt, hier, Cancun, ich werde Bungee-Jumpen. Es gibt einen mit 25 Meter Höhe, wahrscheinlich einen Einsteigerturm. Den möchte ich nutzen. Und ja, ich laufe da jetzt hin, 10-2 Stunden durch die pralle Sonne. Ich dachte, das wird ein bisschen ablenken, aber ich muss sagen, ich bin nervös wie Sau, möchte das komplett ungeschnitten, ungefiltert dokumentieren, einfach nicht um zu zeigen, wow, cool, der ist gesprungen, sondern einfach der ganze Weg dahin, was das Angst kostet. In dem Moment, wo ich meine größte Angst konfrontiere, von Besiegen will ich gar nicht sprechen, ja. Wer weiß, am Ende habe ich vielleicht noch mehr Angst vor Höhen, wenn mir der Sprung nicht gefällt. Aber ich werde immer daran denken, wenn ich mal in meinem Leben an irgendeine Stelle komme, wo es ein bisschen hakt, wo es nicht weitergeht. Mensch, Gabriel, du warst doch damals, als du gesprungen bist, so zittrig auf dem Bein, aber du hast es gemacht, du hast es gepackt, du hast dir es vorgenommen und du hast es gepackt. Und das ist das, was ich erreichen will, einfach dieses Vorbild für mich selbst sein, in einem guten Beispiel, wo ich immer wieder ranziehen kann, wenn es mal nicht läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube einfach, wir sind alle Segler und die Angst ist ein großer Sturm, die uns hier und da auf dem Meer besuchen kommt. Und viele, inklusive mir, die würden jetzt das Segel einpacken und zum Stillstand kommen, einfach aus Angst. Ja? Die Angst ist der Sturm. Aber wenn du dir das zu Nutzen machst und diese Urkraft, die in einer Angst steckt, zu Nutzen macht, also den Wind, den Orkan, den Sturm nutzt, die Segel hisst und richtig das Bug ausrichtest, dann kommst du schneller an deine Ziele. Das heißt, die größte Angst, die Kraft, diese Urgewalt für sich zu nutzen, das ist auch eine Sache, die ich versuche, die ich heute eben mal erproben möchte. Um auch nochmal bei der Angst zu bleiben, ich kann nicht mal genau erklären, warum ich die Angst habe vor den Höhen bzw. vor einem Bungee-Jump, ja. Denn ich habe keine Angst vor einem harten Aufprall, denn ich habe ein großes Urvertrauen und ich vertraue meinen Mitmenschen und es wird alles gut. Und ich habe auch keine Angst, sowas wie ohnmächtig zu werden wegen dem Flug, weil ich glaube, da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet, das pusht einen so, dass man drauf ist wie auf Drogen. Mir fällt kein Punkt ein, warum ich Angst habe eigentlich. Eigentlich, genau das ist der springende Punkt. Und das ist irgendwo die Irrationalität. Wie gesagt, rational kommst du nicht weiter, dann wird es irrational. Und ich finde es sehr spannend, wie der Körper auch darauf reagiert. Heute Morgen schon plötzlich so Magen, ja, so einen verspannten Magen gehabt, Knoten, ja, und dann auch schon Anflüge von Durchfall bekommen. Sehr cool. Aber ich werde es machen und ich glaube auch, das ist so eine Eigenschaft. Ich habe mehr Charakterschwächen, als der Mond gerade hat, aber ich habe einen überdurchschnittlich ausgeprägten Willen. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das und deswegen laufe ich da jetzt auch wohlwissend, dass ich springen werde und ich weiß auch, dass es gut wird und ich weiß auch, dass es mir diesen gewünschten Erfolg bringt, sprich als gutes Beispiel. Und deswegen bin ich in der Hinsicht so ein bisschen jetzt auch beruhigt zu wissen, dass eben das vielleicht später nur ein kleiner Schritt ist nach vorne,
aber für mich ein großer, großer, großer Schritt im Leben sein wird. Das ist eigentlich schon spannend. Ich laufe jetzt an den Turm. Links und rechts den ganzen Verkehr, die ganze Natur bekomme ich kaum mit. Ich bin so in meiner eigenen Welt gerade. Man kann sich das wahrscheinlich vorstellen wie ein Boxer, der heiß ist, der in den Ring geht, der die jubelnden Menge links und rechts gar nicht wahrnimmt. Und da habe ich mir auch gelegt, warum kann ich nicht statt Banshee zu jumpen einfach einen Boxkampf gegen Klitschko machen, ja? Ich meine, ein Schlag, dann ist es vorbei, aber wenn man ehrlich sein soll, beim Banshee-Jumpen, da reicht eben auch nur ein Schlag, dann ist es vorbei, um es ein bisschen mit Galgenhumor zu betrachten, aber wird schon werden. Ich komme jetzt immer näher an den Turm und merke langsam, wie die Nervosität steigt und wie das unangenehme Gefühl im Körper zunimmt. So, die Beine werden so ein bisschen schwerer, der Brustkorb wird enger, man kriegt schlechter Luft und der Kopf, der rattert. Man sucht nach Ausreden, wie man fliehen kann oder wie man es vermeiden kann. Und alles nur wegen so einem lächerlichen Sprung. Und gerade deshalb werde ich es machen. Und ist auch verrückt. Ich werde immer langsamer. Und statt anzukommen, zieht sich das raus. Also das ist schon ziemlich krass, wie der Körper durch die Evolution, durch die Zeit der Jahren, Jahrtausenden, Hunderttausende von Jahren sich angepasst hat, eben auf die Gefahren und seine eigenen Strategien dahingehend entwickelt hat. Du kannst auch nicht eine kleine Raupe sein, die davon träumt, ein großer, schöner Schmetterling zu werden, der durch die Welt fliegt, und dann zu sagen, aber eine Puppe möchte ich nicht sein. Das ist mir zu beengend, zu beklemmend, mag ich nicht. So funktioniert das nicht, ja. Für den Zyklus braucht es die Metamorphose, ja. Die Metamorphose beinhaltet eben auch Momente in der Entwicklung, die nicht so schön sind eben. Raus aus der Komfortzone, raus aus der schönen, vielleicht Freiheit einer Raube, alles tun und fressen zu können, was man will. Rein ins enge, stickige Nest, ins Korsett der Entwicklungsphase. Das ist eben so, gehört dazu. Und für mich ist eben wahrscheinlich dieses Puppenstadium jetzt der kleine Sprung, weil es eine ungeheure, lähmende Angst ist, die einen hindert, sich zu entwickeln. Und das ist jetzt eben hier der Schritt raus aus der Komfortzone. So, jetzt geht's hoch. 25 Meter, ich bin mal wirklich gespannt, wie es ist. Jetzt hier bin ich relativ ruhig, muss ich sagen, denn MacGyver würde jetzt an der Stelle auch nicht zittern. Okay, bisschen hoch ist es. Eigentlich faszinierend, ich bin gerade hier wirklich im Paradies. Hinter mir wunderschön türkisblaues Meer, weißer Strand, schöne Hip-Hop-Bässen, die ganze Sache unter Aufsicht von Tonio. Tonio, hola. Hola, ¿qué tal, amigos? A punto de aventar a nuestro camarada. ¿Cómo? ¿Todo bien, hermanos? Venga, venga, Banshee Cancún. Banshee Cancún, bisschen Werbung muss sein und gleich geht's los. Brust wie ein Engländer, Röte wie ein Navajo, Gesicht braun wie ein Latino, ein bisschen Liechtenstein ist auch schon dabei. Ich bin international unterwegs.
Hola. Dime, ¿cómo te sientes en este momento? Tranquilo. Tranquilo, nada de nervios. No, es porque eso me gusta mucho. Excelente, hermano. Muy bien. ¿Es la primera vez que vas a hacer bungee? Sí. Ay. ¿Pero estás listo, campeón? Estoy listo, listo, calisto. Eso, eso, campeón. Muy bien. Schauen wir uns das mal ganz kurz an hier. Wow! Heute sehe ich meiner Todesangst entgegen, und zwar die Hölle hier im Paradies. Hier hinter mir die Karibik, wunderschönes Wetter, die Aussicht, ein Traum. Hier der Instruktor Diego, hinter mir schon weg, Tonio. Und ja, auf geht's. Todesangst. Cinco, hermano. Felicidades, gracias, felicidades, hermano. ¿Apago cámara? Oh. Qué miedo. Conocerlo una vez.
Oh, jetzt muss ich sagen, bin ich gesprungen und ich schäme mich ja fast schon. Ich habe ja geschrien wie ein kleines Kind, aber ich muss wirklich sagen, dieses Gefühl in dem Moment, wo du die Kontrolle verlierst und nichts mehr halten kannst, das ist einfach so befremdlich, sagen wir es mal so. Und ganz oben ging alles, da habe ich eigentlich wenig Angst gehabt, aber dann vorne, wo es heißt, geh vor, steh an die Spitze und dann gucken deine die Fußspitzen runter und er sagt, guck nicht runter und du denkst, hey, warum soll ich nicht runter gucken? Dann guckst du runter und du denkst, oh nein! Und dann merkst du das Gewicht an deinen Füßen, weil ja das Seil ziemlich schwer ist. Ich meine, das muss krass sein, wenn der Sprung 300 Meter hoch ist oder 200 Meter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht, Meilenstein in meinem Leben. Ich hoffe hier wirklich, das Video gucken sich ganz viele Arbeitgeber an, ganz viele Recruiter und ich hoffe, die lernen daraus. Ich denke, die wichtigste Frage, die bei einem Bewerbungsgespräch gestellt werden soll, ist nicht, welche Note hattest du in der 7. Klasse in Religion bei mündlicher Mitarbeit? Ich übertreibe jetzt, aber im Prinzip ist es so. Vielmehr soll es doch so sein, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Wann bist du das letzte Mal an deine Grenzen gegangen? Wann bist du das letzte Mal über deine Grenzen hinausgegangen? Und gerade das heute war doch ein Beispiel. Man kann es packen und es wird einem so viel weiterbringen im Leben, wenn man hier und da mal an seine Grenzen geht, Horizonte erweitert, wenn man seine Grenzen überschreitet, um neue Welten zu entdecken und dann hoffentlich gleich noch mal ein paar Antworten findet auf Fragen, die man nicht zu stellen weiß. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Einen schönen Tag dir noch und alles Gute.